Na, Lobby ist wieder, let's go. Wie ihr gesehen habt, bin ich gestorben. Irgendwie ein bisschen sehr verbuggt das Ganze, weil ich bin gerade auch auf einen anderen Server gegangen, da hat das sowas von geleckt. Also ich bin gerade eben in der Safe Zone gestorben. Das heißt, meine 4000 Dollar Tasche ist weg und hat jetzt einen neuen glücklichen Besitzer. Wie viel Geld habe ich denn verloren? Na, das geht ja. Aber ist nicht so schlimm. Das heißt, diese Gelegenheit nutze ich gleich und renne jetzt mal hardcore in der Gegend rum, weil ich eh nichts zu verlieren habe. Was ich ja sonst nicht tun konnte. Dann wollen wir mal ein bisschen leveln. Genau, so haben wir das. Da. Das ist hier diese Lecktankstelle. Wie viel haben wir denn? 19. Gut, das ist nicht so viel. Ich muss skillen mitten auf der Straße. Da empfehle ich immer erstmal Survival einen Punkt zu machen, weil man dann 20% mehr Nahrung kriegt. Beziehungsweise die Nahrung, die man kriegt, 20% effektiver ist. Dann laufen wir doch gleich mal zu altbekannter Stelle. Vielleicht ist ja ein bisschen was los da. Ah, jetzt fällt auch ganz viel Anspannung von mir ab. Kann ich mich mal wieder ein bisschen freier bewegen hier in dem Spiel. Häuser. Wo ist der 9mm Ammo, wenn man ihn braucht? Ich glaube, ich nenne das Video ein neuer Anfang. Habe eh noch genug Taschen, die wichtigsten Waffen habe ich auch noch. Ein bisschen viel Heilung habe ich verloren, glaube ich. Da kommt das andere Video, nenne ich, das habe ich auch noch nicht hochgeladen, dass ich nicht sterbe. Leider ein bisschen verbuggt. Ich schaue es mir aber gleich mal an. Ich weiß nicht, wie weit wir mit 14 Schuss kommen, mal gucken. Scheiß da unten drauf. Ah, da vorne liegt auch meistens schön Loot. Mal gucken. Ich wollte eher ein bisschen 9mm haben. Hab ich auch verloren. Ich glaube, ich habe noch einen 99er Stack im Inventar. Hier liegt nix. Laufen wir einfach mal Richtung Pullman. Nervt mich jetzt schon ein bisschen, wie ich gestorben bin. Also, ich sag mit einem fairen Fight okay, aber ich war auch wieder so greedy und laufe da wieder hin, wie weiß ich nicht was. Dann killt er mich auch noch. Verstehe ich nicht. Können wir gleich mal die optimierte Route ablaufen. In Rambazamba unterwegs. Schauen, ob wir was finden bei der Spieleranzahl. Wieso bin ich hier noch nie lang gelaufen? Dauersprint. Spieler checken 20. Eine Shotgun, optimal. So. Meine Güte, bin ich entspannt. Das gibt's ja gar nicht. So müsste es immer sein. Ist das jetzt hier gerade neu spawnt oder so? Oder lag das da eben schon?
So, dann laufen wir mal die Strecke ab. Im Rekordtempo. Ich weiß mal die Zeit stoppen müssen. Aber sehe ich ja dann im Video ungefähr. Überhaupt keine Nether hier. Das ist ja schon mehr gewesen. Das weiß ich noch gar nicht mehr. Wo sind wir denn da lang? Nein. Noch ein Shotgun. Eieieiei. Ich soll hier diesen Hügel da nach hinten laufen und dann da nach oben. Glaube ich. Hier an der Seite. Ah ja, genau, hier war das. Gibt aber nichts, dann gibt es hier irgendwo eine Treppe. Boah. Hardcore nach oben. So. Noch relativ wenig Glück. Ja doch, da liegt doch was. Schön. Muss ich mal essen. Eigentlich müsste ich ja mal ein bisschen leveln. Ohne Waffe ist ja optimal, eine Mac. Nehmen wir doch gleich mal. Sniper-Ammo immer gern gesehen. Hier kann man auch gut snipern. Oh. Hardcore geht's weiter, hier ging's doch noch irgendwo mal rüber. Oder nicht? Nicht hier so. Naja, hier war es irgendwo. Hier so rüber springt irgendwo. Pistole. Ah, lohnt sich jetzt aber nicht. Naja, hier, okay. Hier kann ich gleich wieder nach unten gehen. Zurück. Ah, ich bin fest. So. Den Schuss oder war das das? Ja. Irgendwie angehört wie Schuss. Ja, scheiß drauf, wir sind hardcore unterwegs. Grünen Rucksack. Was haben wir hier schönes? 9 mm. Ein neuer Anfang ist das hier. So. Ja, bedingt. Aufgrund des Global Inventories, Gott sei Dank gibt es sowas. Da haben wir noch eine Knarre. Kein Speck, oh, das habe ich schon ewig nicht mehr gelesen, dass ich keinen Platz mehr habe. So. Die Sachen kann man jetzt zum größten Teil stacken, zumindest. Das war vorher noch um einiges schwieriger. In einer kleinen Tasche, sag ich mal, viel Loot mit nach Hause zu bringen. Wie viel haben wir denn? Immer noch 20. So, altbekannte Strecke, außer die kleine Erweiterung da, aber die habe ich glaube ich schon in einem Video vorgestellt zusammen mit Heinick. Lauf! Na, optimal! Ich muss mal gucken, was ich hier rausschmeiß. Das ganze Zeug. Ich das jetzt mal. Komm, die Knarren hier brauchen wir sowieso nicht. Unload, kaboom. Ah, jetzt ziehe ich mal auf.
Heilung dabei. So soll es sein. Oh, da gibt's ja noch eins. Supidupi. Kein Platz. Ich muss kurz irgendwas droppen. Mach an. Ups. Ja. Drop. Zack. Wunderbar. Weiter geht's. Ja, so schnell kann es gehen, Leute. Ich war in dem Video, wo ich gestorben bin, etwas sprachlos. Weil ich dachte, das wird wieder eine Spontanaufnahme zum Player-Kill. So war's dann leider nicht. Ganz blöd gestorben. Da sind die gar keine Nether hier unterwegs. Oh, ist immer gut. Kann ich den einfach aufheben? Ich glaube nicht. Nope. Droppen ist natürlich hier wieder schön gefährlich. Drop. Zack. Weiter geht's. Wie sind eigentlich immer in der Regel von Nether und alles. War schon abgeschlachtet hier. Immer wachsam sein, wie gesagt. Ja, das Leveln kommt hier gerade ein bisschen zu kurz, weil... Ja. Muss schon was töten, dass ich leveln kann. Wenn ich nichts töten kann, gibt's kein Leveln. So einfach ist das. Schauen wir mal hier. Was haben wir hier? Eine Uzi. Okay. Uzi, Uzi, Uzi. Ah, 5-6 Armor ist natürlich immer schick. Drop ich das mal. Zack. Genau 12 Schuss. Perfekt. Nehme ich die Uzi da hinten auf. Weiter geht's. Aber doch schon gar nicht so schlecht vom Loot. Das hat ein bisschen was zurückgelassen, aber eigentlich nur leere Pistolen. Ich bin schon wieder deutlich langsamer. 17 Spieler nur noch. Ja, wenn ich jetzt einfach die Flinte krieg, dann... Ja, wenn eine kurze Tasche hat, dann gut. Wenn nicht, dann... kann ich eh nicht wirklich viel looten. Ich muss auf einen leeren Server gehen, ein bisschen was töten. Oder den Reaper töten. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Ich denke Pult. Ich denke Pult, hab ich den gepult. Zack, schauen wir, ist ein Spieler tot. Schauen wir, was der so schönes hatte. Yo.
Was für ein Auge, Leute, müsst ihr jetzt echt mal zugeben. Aufpassen, dass hier nicht noch irgendwann ist. Schauen wir mal. Der hat auf jeden Fall Kosmetik sein gehabt, das heißt, er hat sich das Spiel gekauft. Also kein Guest-Key-Zeug oder sowas. Ich hier quasi in der Schussbahn von meiner Sniper-Position oder so. Was jetzt da niemand? Ach, na, ganz normal, ja, okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hat ja nix. Nix! Ach, ich hänge. Wie viel... Scheiß drauf. Satz mit X, das war wohl nix. So, ich weiß gar nicht, wenn ich die Tankstelle noch mitnehmen soll. Glaube ich, mach's mal. Boah, fickt euch, ich habe jetzt schon wieder was gepult oder was? Naja, ich wollte ja leveln. Ich will mich ja gar nicht beklagen. Ich habe den Eindruck, dass ich nicht war, dass ihr dabei diesen Alias finden wisst. Kann ich ja gleich eigentlich mal hinlaufen. Oh, hier sieht es ziemlich mau aus, alles klar. Kann ich mal da nach hinten laufen. Definitiv was gepult worden. Ich hab's von da hinten zumindest gehört. Wo läuft der hin? Will er mich? Willst du mich? Was war's hier? Doch kein Spieler. Nein, ist noch ein Schrieker. So, jetzt sind wir schon wieder in der Heimat. Mir schön, dass ich vor der Safe schon rumgeballert. Ist mir jetzt auch wurscht, um ehrlich zu sein. Schauen wir mal. Sieht ganz gut aus. So, ein neuer Anfang. Der ist geglückt, würde ich sagen. Also auch ein bisschen gelevelt, schon ein bisschen Loot bekommen. Passt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Let's Go. Ich bin Nether. Bis dann.